Digga, was geht? Sind ja gerade beim Obi ein paar Sachen einkaufen. Hatten heute Morgen schon Training. Was da passiert ist und was da so abging, seht ihr jetzt. Haut rein! So, mein Alter, wie fühlt man sich so nach 2 Tagen hartem Training, heute Wettkampftag? Ja, eigentlich ganz gut, ne? Bisschen müde noch, aber muss man durch. Ich habe hier perfekte Vorbereitung, Vitamin-Stacks von ESN. Hält den Körper frisch, hält mich aktiv und versorgt mich mit den nötigen Vitaminen. Und ja, hier ist Frühstück. Schön Overnight Porridge. Hat Ole gemacht, sehr lecker. Ja, ich freue mich drauf. Was schwimmen wir heute für eine Strecke? 200 Kraul. Hm. Weil wir sind gestern 15x 200 Kraul geschwommen und es lief echt besser als gedacht. Und ja, ich hoffe, ich kriege einen Hasen, also dass mich quasi jemand zieht so an der Leine, weißt du, mit Welle. Kennt man von den Surfern, die sind ja dann auch immer schneller auf der Welle, logischerweise. Ja, mal schauen, was heute geht. Ihr werdet später sehen, was so abgeht. Haut rein. So, Ramon, heute lockerer Tag, entspannte Einheit nach harten Tests gestern. Ja. Aber machen wir nicht. Was liegt heute an? Ja, wir machen jetzt gleich einen 200er, einen kurzen Sit-Out. Mal schauen, was so geht heute. Ich habe mich gestern echt gut im Wasser gefühlt, deshalb, ja, warum nicht? Und wie alle wissen, da kommt das beste Training. Ein Trainingskollege macht einen Hasen für mich ab 50, sodass ich jetzt 150 ein bisschen Welle habe. Ja, Zeit werdet ihr gleich sehen und jetzt ab geht's ins Rennen. Jetzt setzt der Hase ein, sitzen, das Rad geht ab hier, zweiter Gang. Man versucht sich auf die Welle zu legen. Aber eigentlich alles sehr, sehr gut. Du merkst halt eben doch die Müdigkeit auf der dritten Bahn. Sehr gut, doch. Schön gepaced. Grenzen gehalten. Erste Bahn war 43, 41. Dann 40, 40. Dann war halt 39, 38, dritte Bahn. Oh, dann ja. War 29, 87. Genau. Letzte Bahn war wieder gut, 28, 4. Ja. 5-4 angefangen. 10-8. Erste Bahn 26-50. Man merkt aber so diese Grundmüdigkeit, dass man sich noch relativ lang in jemanden reinlegt. Ja, so eine Spritzigkeit, die geht also. Dann die zweite Bahn 28-4. Erst bitte super. Den ist man dann mal reingedreht. Ja, du brauchst die Pause jetzt sagen. Und dann eben 28-7 drauf. Ja, 1-53-1. Yeah, stabil. Sagst du? Für die Fans? Ja, war auf jeden Fall mega hart. So morgens und so. Marcel, was bist du meinst? Also ich habe ihm 1,55 zugetraut. Ja, 1,51, das sind so in der Mitte. Also das war schon, wie er sagte, nach gestern, nach 10 Laktat, war schon stabil. Stabil. Ja. Stabil? Hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, auf jeden Fall. Danke an Passat. Schön dritten Gang reingehauen, jawohl. Das Team gleich noch 50er Rücken und dann war schon. Perfekt. Ja, war geil. Peace. A few moments later. Auf, Spitze! Ja.
Nice. Am Start, Ramon, ja, deutlich vorne, 5,83. Vincent, 6,30. In der Mitte noch vorne, 11,79, 12,1 Vincent. Und am Ende aber vorne, 26,94 Vincent. Und 27,23 Ramon. Was sagst du heute jetzt? Erstmal nur noch locker schön. Vincent gewonnen leider, aber was soll man machen? So leichte Krämpfe bekommen, aber muss man durch, ne? Training ist gut. Ja, wieder beim Obi. Perfekt. Jo, wir sind jetzt hier und müssen, glaube ich, 4 Sachen kaufen, hatten wir gesagt. Was müssen wir holen? Auf jeden Fall ein Kältebecken ist ganz wichtig für die Regeneration. Oder kommt ein Auto, Achtung. Why are you running? Why are you running? Dann auf jeden Fall eine Packung Chilis, also eine Chili-Pflanze, damit schön beim Essen gewürzt werden kann. Whiteboard-Marker, um unsere kreativen Köpfe weiter zu verschriftlichen. Und ja, das 4. habe ich vergessen. Thermometer fürs Kältebecken. Perfekt. Wir zeigen euch gleich, was wir geholt haben und wie es so ausschaut. So, wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Hier. Schöne Chili drin, Whiteboard-Marker, Thermometer, man sieht nichts, aber sehr gut. Rennt ordentlich in der Fresse, wir haben genascht. Wir müssen ja testen, ob die Chili scharf genug ist. Oh. Und ein kleines Kältebecken haben wir uns ja auch hier besorgt. Also, kann nichts mehr schief gehen. Mal sehen, wie es in unseren LKW passt. Mal sehen, wie es in unseren LKW passt. Ich kann die Kamera nicht drehen. Double fuck. Kennzeichen müssen wir noch blurren wahrscheinlich. Ja, weil wir wollen ja nicht, dass wir Fame Insta Models verfolgt werden. Super. Ja, moin, Alter. Lecker!